18 Sterne noch, nachdem ich diese lustigen Lieder-Arschkrampen vom letzten Mal dann einfach mal offscreen gemacht habe. Bartagam, weiß nicht, klingt nach irgendeiner Krankheit. Wir sehen und hören dich noch. Schlimm genug, da siehst du ja, was der Knopf alles kaputt gemacht hat. So. Aldo und F4, genau, das stimmt. Genau die waren's. Gott sei Dank. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Das ist eine Echse. Ah, okay. Ich möchte gerne. So, jetzt dann. Ich sehe. Warte mal, stopp, ich sehe nicht auch irgendwas drin? Kinderzimmer ist hier. Ich sehe irgendwas drin. Kann ich Tobi nicht. Ach, aber Judas ist doch viel lustiger. Guten Abend, Tobi. Ich versuch's mir zu merken, aber nagel mich bitte nicht drauf fest. Hier gab's auch einen Stern, ne? Wo sind die irgendwie mit Handhörchen? Warum bist du im Kinderzimmer? Du bist doch eine erwachsene Panda-Dame. Ich war ein paar Sabi zusammen, ich werde es eh brauchen. Warte mal, hier war irgendwo eine Mission drin mit einem roten Luma, oder? Ja klar, man konnte hier doch konnte man doch die lustige Mütze freischalten, oder? Muss ich dafür mit Madame reden, oder? Guten Tag. Hi, plötzlich Cutscene. Testbälle sind leider alle zu Ende, Alter. Dieser Stern ruft viele Erinnerungen wach, du liebe Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, ihn mit dem Luma zu besuchen. Wir kommen nämlich bloß einmal in 100 Jahren hier vorbei. Also in meinem Fall habe ich es ja zumindest schon ungefähr 3000 Mal erlebt. Fantastisch. Der Luma, der mit dir reist, wird auch bald wachsen und ein Stern werden. Manche werden Planeten, andere werden Sonnen. Und manche werden Powersterne. Ich reise mit ihnen, während sie nach einem Ort suchen, an dem sie wiedergeboren werden können. Das ist ja sehr, sehr entgegenkommend von dir. Aber wer konnte schon ahnen, dass so etwas passieren würde? Wer, oh wer? Ach, guten Tag, ein roter Lululu. Hashtag, ich habe definitiv nicht gespoilert, das ist jetzt auch Quatsch. Stimmt, sie muss sich auch um ihre Panda-Babys kümmern, das ist ein guter Punkt. Scheint, dass Mama dir vertraut. Tja, wie schaut's hiermit aus? Wenn du die 100 lila Münzen hier alle einsammelst, werde ich auch dich anerkennen. Fantastisch, das ist ein roter Stern. Ihm wohnt unsere Kraft inne. Wenn du in der Luft einen Dreh ausführst, kannst du durch den Himmel fliegen. Drücke A und bestimme die Richtung, indem du bla bla bla. Wenn du alle 100 Münzen gesammelt hast, erlaube ich dir, den roten Stern auch woanders zu nutzen. Im Anus. Mhm. Also, ab geht er. So. Im Grunde genommen ist das einer der für mich immer noch langweiligsten Sterne in diesem Spiel. Aber ist gut. Er muss gemacht werden, von daher nehmen wir das. Ist, glaube ich, allerdings auch. Dadurch, dass ich die beiden anderen gestern offscreen noch gemacht habe, die mich übrigens richtig angekotzt haben. Auch offscreen nochmal, fehlt danach, glaube ich, nur noch ein einziger lila Stern, was sehr, sehr angenehm ist. Jetzt bin ich die rote Rakete, das ist korrekt. Guck mal, Luigi sieht jetzt so aus mit seiner dunklen. Etwas dunkleren? Ja, ja. Er sieht jetzt aus wie hier Captain Bösewicht aus. Ja, darf ich ja nicht spoilern. Aus dem einen Spiel, wo er böse ist mit dunkler Mütze. Ich habe auch keine Ahnung, welches Spiel er sein mag. Unbestätigten Gerüchten zufolge. Das ist ein offizielles Nintendo-Spiel, ja. Das ist im Grunde genommen, wenn du die Kampagne von Mario mit 120 Sternen durchspielst, dann bekommst. Ach, das läuft irgendwann aus. Scheiße. Ich muss mich auch noch beeilen. Ich dachte, ich kann hier ein bisschen genießen und ein bisschen Spaß haben, aber scheinbar nicht. Das macht man scheinbar nur in Kinderspielen. Also wenn du die Kampagne mit Mario durchspielst, dann bekommst du irgendwann den Kram hier freigeschaltet, was sehr, sehr angenehm ist. Svenja, grüß dich, schönen guten Abend, danke fürs Horsten. Also, im Grunde genommen, Teil 2 der Kampagne. Und du bekommst auch einen letzten Stern, ich habe keine Ahnung, wie der ist oder wie der aussieht oder was der so kann dann später, aber du bekommst auch noch einen letzten Stern, wenn du das mit Luigi dann auch noch durchgespielt hast, das ist das Ding. Also, ich sag mal, das wahre 100% Ende gibt's natürlich dann nur, mit Luigi. Selbstverständlich. Aber ansonsten ist die Kampagne im Grunde genommen relativ gleich. Ich glaube, ein paar von den, wenn ich das richtig verstanden habe und wenn ich das richtig einschätze, waren die, ich würde gerne eigentlich nicht die Fliegen machen, aber ist egal. Wenn ich das richtig einschätze, waren die Sterne oder die Kometen, die blauen Kometen gegen den Schatten Luigi, die waren ein bisschen schwieriger als normal, wenn mich nicht alles täuscht. Die möchte ich auch gerne haben. Ansonsten ist es aber im Grunde genommen gleich, soweit ich weiß. Also, das ist das, was wir jetzt tun müssen.
Ach, die Kontrolle von diesem komischen Fliegegerät, so absolut geil. Das Schöne ist, du musst dann jetzt einen Stern mit diesem ekelhaften Fliegekram machen, damit du den Fliegekram, den keiner nutzen möchte, weiter nutzen kannst. Das ist fantastisch. Danke, Nintendo. Danke für alles, was du für mich tust. Aber ist egal. Das kriegen wir so gerade eben noch hin. Es wäre ganz schön für mich eigentlich, wenn ich die Dinger hier oben irgendwie schaffen würde, ohne dass ich fliegen muss. Aber ist das zu viel verlangt? Ja, Moment. Wenn ich das jetzt mache, ohne dass ich den... Kann ich ja so machen. Na, ist doch viel klüger. Moment, dann mache ich das jetzt, während ich das Ding nicht aktiv habe. Haha, guck, wie klug wir sind. Das ist das, was wir sind. Kung Fu. Everybody was Kung Fu Fighting. Wer ist das denn sonst? Hätte es auch so geschrieben. Ich kenne ansonsten noch Kung Pao. Das kenne ich auch noch. Ist auch lecker. Um es mal auf das Wesentliche zu beschränken. Lecker ist er. So, guck. Noch, also sind ja schon oder 18, das ging, das, zum Glück geht das relativ schnell. Das Gute ist, dass der Planet relativ klein ist. Und demnach natürlich relativ wenig Platz für Fehler und dämliches, unnützes hin und herrennen lässt, was sehr, sehr fantastisch ist. Schlimm wäre natürlich, wenn es getimed wäre. Dann ging gar nicht. Willst du bitte da einfach rübergehen? Dankeschön. Das ist sehr, sehr freundlich von dir. Das wäre natürlich dann doof, aber zum Glück ist dem nicht so. Upsala. Sensei. No, notice me, Sensei. Sensei oder Sensei? Ich habe keine verdammte Ahnung. Irgendwas Japanisches. Hashtag Sushi. Ja. Japanisch will ich auch eigentlich ganz gerne mal lernen. Auf der anderen Seite stelle ich mir gerade Japanisch auch als ziemlich schwer vor, wenn ich ehrlich sein soll. Ohne es jemals versucht zu haben. Zugegebenermaßen. Aber was weiß ich schon? Mit Krüppelbein. Der Arme. Aber wo ist denn jetzt? Warum kann ich mir hier nicht umgucken? Das wäre zu nützlich, oder? Oder wie interpretiere ich? Ich glaube, sowas in die Richtung wäre es dann. Und die Dinger da. Nicht so hoch überhaupt. Toll! Ich glaube, das werde ich noch dreimal versuchen dürfen. Die Kamera drehen würde, wäre mir sehr geholfen, aber stattdessen nicht. Okay, also wir springen quasi von, also in Richtung dieser Treppe ab, ja? Das ist das, was wir tun werden. Quasi so. Ja, es wäre toll, wenn ich... Danke. Willst du es lieber andersrum machen? Ich versuch's vielleicht lieber andersrum. So rein vorsichtshalber. Und dann mal schauen. Aufhören, das Wort Sushi zu erwähnen. Für immer. Ein für alle Mal werden wir aufhören, das Wort Sushi zu erwähnen. Extra für Maxi. Nein, komm schon. Ah, der Hammer. Doof. Gib mir. Nee, ich muss nichts sehen. Alles ist okay. Warum würde ich das tun? Ich glaube, dann ist es auch vorbei, außer bei Atomraketen. Das ist korrekt. Ja, leider sind wir nur eine rote Rakete. Das tut mir leid. Das wird sicherlich den einen oder anderen enttäuschen, aber da müssen wir nun mal jetzt mit klarkommen. Willst du den roten Stern respawnen? Was willst du wetten, dass das Ding jetzt gerade ausläuft, während ich kurz vor dem Stern bin? Oder vor der Münze bin? Und Zehner drauf. Wobei, ich verliere meine Wetten im Moment am laufenden Band. Also lassen wir das lieber besser sein. Rein vorsichtshalber. Komm schon. Und dann... Das ist keiner zufrieden außer mir, aber immerhin. Muss man dann nehmen. Danke. Das geht's nicht für gut geheißen, wenn ich erneut nicht getroffen hätte. Aber muss ich jetzt zum Glück auch nicht. Also... Das hab ich die ganze Zeit vergessen, Starbits einzusammeln, die ich so dringend und tunlichst brauche. Shit. Ja, egal. Dann müssen wir hoffen, dass wir irgendwo anders noch welche finden. Wobei, auf der anderen Seite von 800 haben wir jetzt auch schon immerhin 5%. Nehmen wir mal besser. Des Weiteren, Prost. So. Wer Controlling spammt. Schnuffel, grüß dich. Hi. Willkommen zu Wir holen rote Sterne mit roten Raketen. In definitiv jugendfreien Spielen. Sushi Hihi 69, sagst du? Passt das auch zusammen? Mit Sicherheit. Aber was passt nicht zusammen mit Hihi 9? Das ist schlecht, das werde ich heute nicht... Ach, dann müssen wir das noch einmal weiterspielen wegen den zwei Gourmet-Lumas? Was ist das für ein Kack? Okay, also, wo müssen wir hin? Schlafzimmer. Lila Münze, fantastisch. Wir gehen zu Schlafzimmer. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist der letzte lila Münzstern und ich glaube, das Schlafzimmer ist hier hinten, oder? Ich hoffe, ich habe recht. Runde looten geht immer. Putzstand hat es geschafft, genau. Ich würde jetzt gerne weitersprechen mit irgendwelchen lustigen japanischen Namens. Ich habe das alles nie verstanden, wie das alles funktioniert mit Senpai und Chan und Chun und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Was bitte?
Nein. Das wäre rassistisch. Jetzt guckst du mich traurig an. Ping-Pong auch das, ja. Stimmt, wir sind nicht jugendfrei, das stimmt. Dadurch, dass wir alle so jung sind. Und so? Das ging aber, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist was Getimtes. Wenn das getimt ist, geht's noch. Und ich glaube, es ist wirklich das Letzte. In Horizon verliebt? Geile Scheiß. In den Hauptcharakter oder in das Spiel, ist jetzt die Frage. Also, guck, irgendwann werde ich mit Sicherheit auch mal zu dem Spiel kommen, aber für den Moment, wir haben jetzt gerade erstmal privat God of War am Laufen. Für hier ist Horizon für mich nichts. Also, wenn, dann würde es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Wobei halt viele Leute davon schwärmen, deswegen interessiert es mich sowieso schon länger. Außerdem sieht es auch fantastisch aus, davon mal ganz abgesehen. Ich weiß noch, dass damals, und das hat mich recht viel beeindruckt, ehrlich gesagt, dass dann damals, das kam ja, meine ich, relativ zeitgleich raus mit Breath of the Wild, wenn mich nicht alles täuscht. Und damals war dann immer die große Diskussion Breath of the Wild oder Horizon Zero Dawn. Das war nicht fantastisch. Ist ja schon fast ein Ritterschlag. Aber es natürlich auch genug Leute gibt, die Breath of the Wild absolut nicht anfangen können. Ich glaube, das wäre Zeitverschwendung, mir die hier jetzt irgendwie anzueignen, wenn ich mir das so angucke. Hallo, was zur Hölle, Mann? Super, ey, Arschkrampel. Die Kamera ist perfekt, das Spiel hat keine Fehler. Scheint es eine Verniedlichung. Okay. Ist nicht Fußballer, der Kunde am Ende hat oder so? Keine verdammte Ahnung. Ist der so gut, dass er sich das erlauben kann? Das hier ist natürlich die Frage. Dafür absolut gar nichts, aber das. Nö, muss ich auch nicht. Das wäre auch irgendwie komisch, so eine lila Münzkacke jetzt hier einfach mal im First Try zu schaffen. Das ist ja. Das wäre ja quasi nicht mein Niveau. Kannst du Japanisch, Sunny? Oder ist es einfach nur Randwissen über diese Namenserweiterung, nenne ich sie jetzt mal einfach. Was sagt mir, dass hier vor allem irgendwo noch ein Ort war, sein dürfte wahrscheinlich, an dem mehr Münzen auf einem Fleck liegen. Ich habe das Gefühl, dass ich einiges verpasst habe. Hier ist wahrscheinlich irgendwo noch ein Hort, in dem plötzlich irgendwie 80.000 Stück sind. Idiot. Ja, hier zum Beispiel. Und ich Idiot. Nein, es wird aber dann auch noch relativ knapp scheitern, ne? Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Jetzt scheitern? Es bleibt nicht stehen, oder? Ich kann auch. Kenn ich nicht, kann ich nicht, weiß ich nicht, kenne ich auch Gina, ja. Da bin ich auch ganz gut drin. Das liegt scheinbar in der Familie. Ich weiß auch nicht, irgendwas stimmt da nicht. Die Overworld ist toll. Ich wusste nicht mal mehr, dass sie was anderes hat als eine Overworld. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Open-World-Ding, wo es eben nur diese Overworld gibt. Aber interessant. Dono, wenn man jemanden um etwas bittet, okay. So nennt man ihn dann. Ist das quasi dann die Übersetzung für Gebitteter? Ich als professioneller Japanischsprecher weiß das selbstverständlich. Hier fehlen noch drei, fehlt noch ein Komet. Wir könnten natürlich einfach mal hier reingucken. Wahrscheinlich sind die meisten Fragezeichen-Sterne, die hier stehen, das bin ich natürlich nicht. Wahrscheinlich sind die meisten, die hier fehlen, noch Gourmet-Lumas. Bin ich auch schlüpfrig direkt. Wenn ich jetzt schätzen müsste. Und dann, du meintest die Open World, okay. Das ist fantastisch. Überhaupt eine interessante. Irgendwo Idee, dass es früher mal, ich geb dir gleich Opa, Alter, dass es immer eine Zeit gab, in dem es sowas wie Open-World-Spiele gar nicht gab, weil es technisch überhaupt nicht möglich war. Damals war man dann schon über Sandboxes froh. Wie in Mario 64. Aber wir müssen mal irgendwann dieses komische erste uralt Open-World-Spiel spielen. Ich glaube, das war auch auf dem N64. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber das ist fürchterlich schlecht. Du hast es auf, Opa. Ja, dankeschön. Halt die Schnauze. So. Ich gehe mal davon aus. Hashtag, immer freundlich bleiben. Ich gehe mal davon aus, sind hier noch Starbits? Hier sind keine Starbits, sonst hätte ich diese eben nämlich gesammelt. Ach toll, mein Lieblingslevel. Und ja, ich bin auch gestern beim Offscreen-Machen dieses dämlichen Sterns nochmal gestorben und ich hasse es. Oh ja, ist hinter mir. Ich glaube, das war der letzte lila Münzstern, das heißt, wir sind damit mutmaßlich durch. Die Frage ist nur, wo Mr. Loomington sich denn befindet? Das ist die Frage. Ich habe
ehrlich gesagt absolut keinen Plan, aber ich hoffe, dass wir es rausfinden. Das da könnte nützlich sein. Ansonsten weiß ich, dass wir auch auf den Berg oben drauf können. Ich weiß nicht, ob wir im Rahmen einer normalen Sternmission mal auf diesem Berg überhaupt drauf waren. Waren wir da mal oben drauf? Ich hab keine Ahnung. Könnte man natürlich im Zweifel auch mal testen. Aber das wäre dann hier lang. Weil ich meine nämlich, dass da ja auch lustige Steine und so weiter und so fort aus der Wand kommen können. Was aber bei dem lila Münzstern nicht der Fall ist. Ich muss das jetzt nicht extra deswegen nochmal machen, ne? Ich glaube, das ist möglich. Ihr seht auch, leck mich. Weitere Bildschirme besorgen? Klar. Ich habe, die Bildschirme, die ich rumstehen habe, häufen sich sowieso, allerdings sind die leider alle kaputt. Kaputte Bildschirme kannst du allerdings haben, davon habe ich einen. Was ist das denn? Ich hasse es. Also ich lese auch einen Chat, ja. Ach, hier ist ein Checkpoint, ja, dann soll es mir egal sein. Dann soll mir das vollkommen egal sein. Sind wir hier in einer normalen Mission hochgegangen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber das werden wir dann ja sehen. Jetzt war der Controller-Schnuffel, der kann hier nichts tun. Bist du bitte? Dankeschön. Das war aber knapp. Gut, aber ich nehm's. Je knapper, desto besser natürlich. Jetzt geht's wieder. Yes. Julian weilt wieder unter uns. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Toll. Also ich sag mal, das Zeitfenster, in dem ich das jetzt hätte machen können, war jetzt nicht so groß. Hier ist noch ein Checkpoint. Ach, das ist aber... Das ist nicht, aber... Also was die Checkpoints in diesem Level angeht, sind sie scheinbar Gott sei Dank sehr, sehr freizügig. Ich könnte jetzt natürlich, was ich versuchen könnte... Ich wollte eigentlich versuchen, dran vorbeizuspringen, aber wir nehmen es natürlich dann auch. Bist du ready machen? Dankeschön. Ich weiß nicht mehr, dass das Spiel ein Levelsystem hat, ehrlich gesagt. Nee, natürlich nicht. Ich werde Controlling aufhören anzuflamen dafür, dass er Scheiße baut, in dem Moment, in dem du aufhörst, dich darüber lustig zu machen, wenn ich sterbe, okay? Deal. So. Na. Oh, nö! Glaube ich, wir haben. Muss ich hier auch nicht warten? Ich kann eigentlich drüber laufen. Das wäre deutlich klüger. Vor allem deutlich schneller. Was sehr viel wichtiger ist. Wenn wir das mal nüchtern betrachten, ist es deutlich wichtiger. Bist du. Aufhören zu existieren, das wäre fantastisch. Ich wäre dir sehr, sehr dankbar dafür. Ich weiß, dass ich auf diese lustigen, schmalen Plattformen da soll, aber auf der anderen Seite, wer will das schon? Lahm. Lahmer Kack. Die Münze, glaube ich, eigentlich lieber mitgenommen. Eigentlich hätte ich das lieber tun wollen. Auf der anderen Seite höre ich es, patentierterweise höre ich es glitzern, was fantastisch ist. Also... Das heißt, yes. Ist das der Versteckte? Ist das wirklich der Versteckte? Ich meine, ich nehme es gerne. Wenn es der Versteckte ist, dann haben wir auf jeden Fall schon mal mit dem Ding, wenn wir Glück haben, mehr oder weniger abgehakt. Iceflower Games, hey, grüß dich. Einen entspannten, durchaus durchnässten, warmen Samstag wünsche ich. Also habe ich, dir wünsche ich ihn nicht. Die Steine? Meinst du, ach, diese Thwomp-Typen, ne? Oder also die Typen, die aus der Wand kamen. Waren die fantastisch. Die waren fast so niedlich wie die Gesichter der Schneemänner. Anflug auf roter Komet. Wenn wir gerade schon rote Raketen annehmen, wir natürlich jetzt auch gerne noch einen roten Kometen. Wenn es sein muss, welche sind die roten? Ich habe keine verdammte Ahnung. Was haben wir denn? Ja, das hilft mir nicht. Deine Alarmanlage auch nicht. Ich weiß, du willst mir nur helfen, aber tut sich. Zeitangriff. Jenseits von Eden. Ja, dann lass uns da mal hinrennen.
nach jenseits von Eden. Guck mal, eine fliegende Gurke. Shit, Pickel. Shit, Pickel, shit, Pickel. Shit, Pickel, shit, Pickel. Ich weiß gar nicht, welche Mission jetzt hier auf mich wartet, ehrlich gesagt, aber das werden wir dann ja sehen. Erstmal warten auf mich. Muss ich den grünen auch umbringen? Nee, oder? Ah, die muss ich umbringen. Ich hätte eigentlich immer Stabit, aber das weiß ich schon. Wobei, das sage ich jetzt noch. Sobald ich gleich das vierte Mal getroffen worden bin, dann werde ich wahrscheinlich auch so gerade eben noch eine Münze runterkriegen. Runtergezwungen werde ich sie bekommen. Typ. Typ. Typ tot. Ich habe eindeutig den Kopf getroffen. So, tschüss. Gib mir. Nein, hallo. Danke. Versuch nicht, mich um meine wohlverdienten Starbits zu betrügen. Odo-san. Lass mich ran, das heißt Opa. Gerne, hier war ein Pilz. Oder ist der hier auch noch? Es ist hier ein One. Aha, nö. Aber da war doch in der Originalversion, Mission, war da ein Pilz. Ein Pilz mit ganz vielen Dingsbums. Aber stattdessen nicht. Papa, Vater. Okay, nehmen wir. Sehr, sehr gerne. Wenn ich den Stream dafür nicht eine Viertelstunde unterbrechen möchte, habe ich für solche Walls of Text leider keine Zeit. Sorry, Robin. Ist, wenn ich lange streamen und auf die Toilette muss. Dann mache ich eine Pause und gehe pinkeln. Ist die Kurzversion. Aber shit, mir fehlt noch eins. Nein. Das wird mich den kompletten Stern kosten. Das wird mich den kompletten Stern kosten. Frage ist, musste er während eines Streams schon mal groß? Das ist die Frage, die keiner, außer Frauken, vielleicht beantworten kann. Womöglich. Frauken muss arbeiten, ob du glaubst oder nicht. Auch Frauken hat manchmal zu tun. Moment. Ich glaube, eine Richtung führt zu gar nichts, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber davon ab hat sie es gerade auch vorgelesen hier. Wird das jetzt zu was anderem? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was die andere Richtung geführt hätte. Aber wir nehmen es mal gerne. Die Frage ist, reicht die Zeit noch? Das ist die Frage. Wahrscheinlich nicht. Ich habe das Gefühl, dass gerade dieser Sandstrudel gerade eben, der hat wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit gedingsbumst. Ich hab mich verraten? Nein. Ui-chan. Auch das. Ich kann sowieso nicht folgen. Ich stimme jetzt einfach mal zu. So, weißt du, der Praxis halber. Da gehe ich davon aus, ja, da oben ist der Stern. Die Mission war recht praktisch für die Starbits. Allerdings ist die Frage, schaffe ich das jetzt in einer guten Minute? Normalerweise möglich scheint es mir jetzt gerade, aber ich will es auf der anderen Seite. Ich will auch auf der anderen Seite nicht zu sehr posaunen, weil, ja. Ich habe verstanden, ich werde es nochmal machen. Ich habe verstanden. Spiel. Man muss es mir nicht direkt dreimal unter die Nase reiben. Ich habe fast das Gefühl, das könnte ich da mit Luigi rüber. Aber auf der anderen Seite möchte ich es dann auch nicht probieren, weil dann kostet es mich den kompletten Anlauf. Im Zweifel. Deswegen doch lieber so. Ja. Die Stelle habe ich mir gemerkt. Na gut, wenn ich jetzt normal hochkomme, müsste das jetzt eigentlich funktionieren. Das war dann aber. Da ist die Zeit hier doch relativ freigebig bemessen. Finde ich dann allerdings, na gut. Ja, wobei, auf der einen Seite, ich bin mindestens einmal zu viel um diesen lustigen Schudelplaneten rumgegangen, aber na, auf der anderen Seite. 4 Minuten Telefonklingeln? Heilige Scheiße. Ich lege immer recht schnell auf. Bei mir ist es tendenziell eher so, wenn ich irgendwo anrufe und keiner dran geht, werde ich danach in der Regel eher angeschrien, dass ich jetzt zu schnell auflege. Ich denke an die Schokolade, Gina. Ansonsten bin ich natürlich sehr, sehr beleidigt am Freitag. Denk dran. Da fehlt noch ein Fragezeichen und da fehlt noch ein Fragezeichen. Wir machen mal die hier. Ich glaube, ich weiß sogar, welcher das ist.
Genau, bring Fabrizio Eismann, genau, der Früchtebecher wartet. Die Stahlblase, die hätte ich auch gerne. Ich habe eine absolute Pioniersblase. Es ist eigentlich, ich bin ehrlich gesagt fast schon überrascht darüber, wie selten irgendwelche Streams wegen Pinkelpausen unterbrochen sind, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hatten wir irgendwie, wissen nicht, dreimal oder so. Das ist deutlich weniger, als ich es normalerweise eigentlich prophezeien würde, ehrlich gesagt. Aber ich will es auch nicht beschreien, von daher lassen wir es jetzt mal einfach dabei. Es wird... Nein. Aber das Ding ist, ich kann... Wäre das jetzt hier schon? Ich glaube, ich muss die... Das Spiel ist perfekt. Die Kamera hat keinerlei Probleme. Ich würde gerne sterben. Es funktioniert nicht. Mit deiner Hexerei hast du mich davon abgehalten, das zu tun, Spiel. Danke. Oh, auf der anderen Seite. Dann wissen wir, wie wir diverse Sachen heilen können. Mario Galaxy. Pass. Nehmen wir so. Nach 2,5 Minuten. Ja, gut. Bei Mutter ist im Moment natürlich auch viel los. Also sollte sie jetzt gerade im Moment zu Hause sein. Lama-Bullshit, Alter. Lama-fucking-Bullshit. Kacke. Stimmt. Bei der Autofahrt nach der Herdesblase, da hätte ich dann allerdings verloren, Alter. Ich musste einmal so dringend, dass ich wirklich Schmerzen hatte beim Auto. Aber ich habe da beim Autofahren, ich habe gesagt, nein, wir halten jetzt nicht an, wir ziehen das jetzt durch. Eiskalt und knallhart, habe ich gesagt. Lama-Bullshit, genau. Die war auch sehr, sehr gerne. Discord grundsätzlich nicht anhaben. Gegenfrage, warum doch? Ja, Schüchchen, grüß dich, hi. Ja, stimmt, beim Selbstfahren stelle ich mir das in der Tat auch noch schlimmer vor, ja. Ich habe selbst zwar keinen Führerschein bekanntlich, aber das stelle ich mir noch schlimmer vor. Danke fürs Horsten. Doppelt sogar. Heilige Scheiße. Also wird es hier zumindest gerade angezeigt. Ah, das war der Stern. Und damit muss ich jetzt den goldenen Typ da kaputt machen und dann sind wir zufrieden, oder? Ich glaube schon, ja. Ich meine, das ist das Einzige, was ich machen muss. Heißt, ich fliege jetzt hier nicht noch über... Nein. Lass mich. Dankeschön. Und das war's. Das war's. Yes! In your face, Biharch. Ich glaube, ich habe damals, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ewig lange gebraucht, um den zu finden, weil ich absolut nicht damit gerechnet habe, dass diese Münzen, die normalerweise dafür sorgen, dass irgendwo irgendwelche Starbits erscheinen, die ja relativ unwichtig sind, vergleichsweise, wir brauchen jetzt welche, aber grundsätzlich relativ unwichtig im Vergleich zu einem Powerstern. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die zu einem Stern führen beim ersten Mal, aber gut. Auch das nehmen wir gerne und sind zufrieden damit. Weil wir wissen ja, was los ist. Tighter Shit. Tighter fucking Shit.